Ja, moin. Verwalte deinen Kanal direkt von deinem Telefon aus. Jo Leute, was geht? Ich hole mal einen Stuhl. Neue Küche, neues Glück ist die Devise. Käppi ist immer noch schief. Ich sehe aus wie der letzte Mensch, deswegen mit Käppi heute. Ihr wisst, wie es ist. Frage in den Chat, kann man mich verstehen trotz der Musik oder ist nichts zu hören von der Stimme? Passt, sehr gut, danke Jan. Danke dir. Der Timo nervt mich gerade schon wieder mit irgendwelchen Burgundern, wo er keine Ahnung von hat. Und ich soll ihm jetzt irgendwelche Tipps geben. Nach Dubai. Alter, ich denke, das ist mit Werbung, okay. Verstehe. Ist natürlich nicht so sicko. Ja, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut. Es ist Samstag, es ist 15.03 Uhr, es ist warm hier. So, Fenster ist auf. Und heute gibt es Ramen. Mit das Geilste, was es gibt. Seit letztes Jahr Japan bin ich ja großer Fan der, also der letzte Reise nach Japan im Januar 2020. Großer Fan der japanischen Küche und der japanischen Kultur und alles, was so dazugehört. Und dementsprechend seitdem viel gekoche, japanisches Gekoche. Ob das jetzt irgendwelche Bowls sind, ob das Ramen ist, ob das Saus, ob das Getränke sind. Ja, ich habe ein bisschen japanisches Bier vorbereitet. Ja, diese Käppi, die sitzt einfach echt richtig schief. Ich darf meine Haare echt nicht zeigen, weil ich sehe echt aus wie der allerletzte Mensch. So, jetzt ein bisschen besser. Ja, und dementsprechend habe ich willkommen. Heute ist Samstag. Bundesliga fängt gleich an und wir machen ein bisschen Ramen. Ramen braucht lange Zeit. Wir sind ja in Düsseldorf gut aufgestellt in Sachen Ramen. Wir haben Takumi bei uns in, ich glaube, 5 verschiedenen Varianten, beziehungsweise 5 verschiedene Läden hier in Düsseldorf. Und ja, die machen das schon echt gut. Da wird es auch schwierig, da dran zu kommen, weil die einfach Know-how haben, bis der Arzt kommt. Und die kochen das seit Jahren. Und trotzdem habe ich gedacht, komm, eigentlich macht es keinen Sinn, das selbst zu machen, denn A, es ist, wenn du alles zusammen einzeln kaufst, zu teuer, beziehungsweise viel teurer als das, was es normalerweise kostet im Laden. 13, 14 Euro für den Rahmen, aktuell Takeaway. Werde ich auch nochmal so ein kleines Stream machen zum Thema 2-3 Rahmen verkosten, also mitnehmen, Takeaway, probieren. Und ja. Dazu, so viel dazu. Und trotzdem dachte ich mir, komm, mach's mal selber. Corona hat nichts zu tun. Man soll ja selbst sein Kitchen Game aufleveln. Deswegen mache ich mittlerweile Ramen auch selber. Und ja, heute gibt's Ramen. Ich habe eben eingekauft. Ich war eben im japanischen Supermarkt. Ich habe alles da, was man braucht, um einen geilen Ramen zu machen heute. Und wie gesagt, es braucht Zeit. Normalerweise werden die Dinger eingekocht für, ich glaube, 72 Stunden. Und je länger es kocht, desto mehr Konzentration hast du, desto mehr Umami hast du irgendwann auch. Und ich habe jetzt mal so ein paar Sachen mitgebracht. Natürlich wichtig, frischer Bio-Ingwer. Ne? So, dann haben wir Sesamöl, immer wichtig.
und auch immer geil. Mirin, Wunderwaffe. Natürlich ein bisschen Shoyu, also Sojasauce. Frühlingszwiebeln. Wir haben ein paar Möhren. Wir haben ein paar Enokis. Kleine Pilze, diese ganz kleinen Pilze, die sehen auf dem Bild später richtig, richtig fein aus. Natürlich, weil ich einen Miso-Rahmen mache, haben wir hier Miso. Das Geilste, was es gibt, auch zu dem Tipp. Die gibt es beim Ikea, Ikea gibt es die auch, genau. Beim Edeka, beim, weiß nicht wo noch. Und da kostet so ein kleines Gläschen, not so doller Qualität, irgendwie 3,50 Euro, 4 Euro. Das Ding hier ist Top-Quali, kostet 2,90 Euro, 2,80 Euro. Immer zum Fachhandel gehen, sehr zu empfehlen. Nochmal Enokis. Haben hier Shiitake. Umami-Bombe. Pak Choi. Und natürlich die Rahmennudeln am Start. Hühnerfond, ein bisschen, halb Hühnerfond, halb Gemüsefond. Und zu guter Letzt, ich habe in den letzten Streams schon darüber gesprochen, obwohl es das da nirgendwo gab. Das ist Koriander 2.0. Das ist der Koriander mit den Wurzeln noch, auch aus dem japanischen Supermarkt. Und das ist unfassbar gut. Unfassbar aromatisch. Ein ganz anderes Level als diese Dinger, die du beim Edeka kaufst, abgepackt oder wo auch immer, Rewe, schießt drauf. Sensationell. Das nachher als Topping fliegst du weg. Upsala. Ja. Achso, Eier. Und wir fangen genau hiermit an. Mit dem Ei und mit den Eiern. Wir machen erstmal ein paar Shoujo Eggs. Achso, ein bisschen Nori-Algen habe ich natürlich auch noch später zum Anrichten und auch fürs Umami natürlich. Wir fangen an mit den Eiern, wir machen Shoujo-Eggs. Wir sind heute Abend wahrscheinlich 7 Personen, ich werde einfach mal 8 machen. Und da geht es jetzt mit los. Topf mit Wasser steht schon hier. Ich würde sagen, wir kochen den mal hoch. Ich überlege jetzt noch, ob ich diese Mucke wieder anmache, denn eigentlich ist das ja ganz nice. Okay, jetzt liegt mein Handy auf dem Induktionsfeld. Aber ich habe keinen Bock auf dieses Werbegedöns. Das finde ich jetzt nicht so mega nice. Ich mache mal kurz hier so. Mal einen Check. So, sag Bescheid sonst, ne, Chat? So. Wir machen jetzt hier erstmal auf Power. Hier oben, wie gesagt, der Topf für die Eier. Shoujo-Eggs, die machen wir jetzt als erstes. Das Ganze wird 3-4 Stunden nachher einkochen oder 2-3 Stunden, nachdem wir Bock und Zeit haben. Das Wichtigste ist, dass die Eier eingelegt werden. Heißt, wir machen jetzt Shoujo Tamago. Heißt, wir kochen diese Eier jetzt wachsig im besten Fall. Das ist nicht mal ganz einfach, das ist so die Königsdisziplin. Die werden dann gekocht, entsprechend wachsig gekocht, gepellt, abgeschreckt gepellt und kommen dann in eine Mischung aus Mirin, Shoujo, deswegen Shoujo Tamago, und ein bisschen Kranwasser oder kohlensäurefreies Wasser, ein bisschen Meersalzflocken. Und das wird dann eben in eine Tüte, kommt in die Tüte, wird dann zugemacht, dass die Eier bedeckt sind entsprechend. Und dann geht es weiter mit dem restlichen Stuff. Also das ist erstmal Prio 1 jetzt, die Eier zu machen. Ich habe mir so einen Hocker am Start geholt hier, damit ich entsprechend ein bisschen sitzen kann auch zwischendurch. Ich habe keinen Bock jetzt Stunden zu stehen. Der Stream, zumindest im Kalender bei mir im Channel, ist aufgeteilt in 2 Parts. 15 bis 17 Uhr. Stunde frei, dass ich noch schlafen kann. Spaß. Und dann 18 bis 20. Wir schauen einfach mal, wie es läuft und was wir so machen. Wie ich vorankomme, auch ein bisschen, wie das Ganze sich hier entwickelt. Und dann, würde ich sagen, machen wir das spontan. Mal gucken, was auch das Bier später so sagt. Ich habe 2 japanische Biere mitgebracht. Rahmen ist ja immer so eine Frage. Klar, wenn du einen scharfen Rahmen machst, achso, sag dem schon wieder aus. Wenn du sagst, du machst scharfen Rahmen, Miso-Rahmen mit Shishimi Togarashi, dieses klassische japanische 7 Gewürzmischung, da ist alles Mögliche drin, das ist immer so lecker. Kannst du auch perfekt machen für Hähnchen. Kannst du die Haut, wenn du Hähnchen hast, mit Haut ein bisschen besträufeln damit, bestäuben damit und dann schön auf dem Grill bzw. unter dem Grill im Ofen. Und dann hast du dann richtig, richtig geil kross gebratenes, super schön pikantes Hähnchen. Mega nice. Und genau.
Achso, ich habe noch ein paar Prawns, die kommen nachher noch drauf. Ich wollte ein bisschen was nicht Veggiges noch dazu machen. Die letzten Mal immer Veggie-Rahmen gemacht. Wollte heute mal, weil es eine etwas größere Gruppe ist, zumindest die Option haben, dass wir eben entsprechend Garnelen am Start haben. Ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock auf Tempura. Kann man auch mal machen, ist auch ganz nice. Ich liebe das sehr, aber hatte jetzt keinen Bock, die Fritteuse hier anzuhauen. Und ja, es ist immer noch sehr warm hier. Aber gut. So, die Eier, wie gesagt, ich stelle schon mal den Wecker. Ich mache immer so 7 Minuten mit ein bisschen drauf, so 7 Minuten 30. Das ist immer so meine Richtzeit. Ich muss auch sagen, das ist auch da wieder Freischnauze. Wenn du Pro bist, hast du einen Eierkocher. Und ja, schauen wir mal. So, der Adam schreibt, liebe Grüße Adam. Ich hoffe, du bist auch gleich nochmal dabei, Mr. Good Life. So, und jetzt schön die Eier ins Wasser drippen. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Schöne Werbung jetzt hier. Das geht mir echt tierisch auf den Keks. Ich hatte eigentlich so eine Playlist erstellt gehabt. Aber die funktioniert irgendwie nicht. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe beim Monte gucken am Mittwoch habe ich mein MacBook Air, das ich vor Weihnachten erst abgeholt habe, komplett zerlegt. Ein kleines Stück runtergerutscht nur und entsprechend das komplette Display geschrottet. Und jetzt habe ich mir von meinen lieben Freunden von Just Prices mir ein Ersatzgerät geben lassen. Ganz liebe Grüße an der Stelle nochmal Falco und Co., dass ich jetzt hier weiter arbeiten darf und kann. So, warte mal, 10 Eier, scheiß drauf. So, Uhr, let's go. Okay, die sind am Start. Wie gesagt, das ist das Wichtigste, erstmal jetzt die Eier da reinzukriegen. So, und jetzt können wir langsam anfangen. Wir fangen gleich an mit dem Sesamöl. Darin angebraten werden, erstmal so leicht angeschmort, werden die grob geschnittenen, in grobe Stücke geschnittenen, so 2-3 cm dicke, lange Frühlingszwiebeln, ein bisschen Karotten geraspelt. Ingwer kommt dazu natürlich noch. Ich werde auch ein bisschen Pak Choi machen, so einfach als Basis. Das kriegt alles einmal Feuer, wird einmal aufgekocht, so ein bisschen auch für die Aromatik. Wird dann aufgegossen mit den Fonds. Und das wird heute der Casus Knactus sein. Die Fonds, denn es sind 6 bis 7 Personen. Entsprechend muss man da ein bisschen timen jetzt oder beziehungsweise ein bisschen haushalten, wie viel man wirklich macht. Das wird heute die aufregende Geschichte sein. Aber kriegen wir hin. So, hier ist schon ein bisschen Koriander drin. So, wie gesagt, wir starten mit Sesamöl. Wenn man es auf hat. Ne? Das Aufmachen ist immer gut. Also nicht immer, aber schon meistens tatsächlich. Ne? Und wer das kennt, gibt kaum was Geileres als Sesamöl. Riecht so sensationell gut. Was mir jetzt noch einfällt an der Stelle, wir brauchen später das. Heißt Sesamsaat in Schwarz und auch Weiß. Geschmackssache, ich finde beides schön wegen der Farbe, weil es einfach nochmal so einen Kontrast gibt. Aber man kann auch nur eine Farbe nehmen, natürlich. Oh yes, wo haben wir es denn? Zack, da haben wir sie. Also auch weiße, also helle Sesamsaat. Shishimi Togarashi, das ist diese Gewürzmischung, die wir dann nachher am Start haben und brauchen. Und so, Eier laufen, das kommt gleich. So, jetzt müssen wir erstmal hier nochmal die Frühlingszwiebel, die gemeine Frühlingszwiebel. Ich mache mal äußere Schale ab. Ein Stück vom Grün ab. Und weiter geht's. Und jetzt wirklich nur in größere Stücke.
ist jetzt wirklich nur, als wenn ihr irgendwie eine Gemüsebrühe, Gemüsesuppe irgendwie aufsetzt. Nicht mehr, nicht weniger. Die kochen. Komm, macht mal zweimal. Was soll der Geiz? Wenn wir nichts haben. Frühlingszwiebeln haben wir. Und ja. Ich bin gespannt heute, was die Handschneide-Fraktion sagt. Wahrscheinlich treibt sich die Hälfte der Menschen wieder auf diesem Clubhaus rum. Sehe ich ja gar nicht, diese App möchte ich nochmal betonen. Aber jeder, wie er Bock hat, natürlich. So, jetzt nehmen wir hier ein paar. Ich würde sagen, wir nehmen zwei Stück. Die dritte Möhre, Karotte, würde ich persönlich jetzt fein slicen und später für die Optik ein bisschen zum Anrichten entsprechend platzieren. Vorher einmal ins Wasser werfen, das, also vorher einmal in die Brühe, dass wir da entsprechend das für die Optik was mitnehmen noch. Ich bin ja mehr so auf Optik, natürlich auch auf Geschmack, aber auch auf Optik getrimmte Typ. So, dritte machen wir auch. Das müssen wir eh schälen jetzt. Jetzt die Frage mal, hat schon mal jemand hier selbst Rahmen gemacht? Ist ja eher aufwendig, wie gesagt, eher aufwendig und eher eigentlich sinnfrei, aber geil. Ja. Von daher kann man das schon mal machen, finde ich. Klamotten habe ich gekauft bei, wie gesagt, das meiste tatsächlich beim Japaner. Auf der Immermannstraße gehe ich immer zu Dai Yang. Nicht Dai Yang, das Modelabel, sondern Dai, D-A-E, Yang. Yang wie Yin Yang, meine ich. Und ja, gibt eigentlich alles. Unter anderem halt auch diesen genialen Koriander. Und genau. Der Rest ist von zum einen ein Teil ist noch vom Karlsplatz, da war ich zufällig noch unterwegs eben. Und der andere Teil ist vom Zuhause. Da war heute wieder die absolute Hölle los. Das ist mir ein Rätsel tatsächlich. Aber ich sag da nichts zu. Wenn ich jetzt keinen Corona bisher gehabt hätte, / keinen Antikörper hätte, wäre ich, glaube ich, schon einigermaßen abgeschreckt von dem Laden. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. No front und so, aber was da abgeht, lecko funny, sag ich nur. Lecko funny. Was man natürlich auch machen kann, ist, wenn man gesagt, man möchte einen Rahmen machen mit Hähnchen. Man macht bei den Fond quasi selber in Form. Man heißt, man holt sich Hähnchen, irgendwie ein Kilo, nimmt dann irgendwas mit Knochen, zusammen mit dem Gemüse irgendwie erstmal aufs Backblech, alles ein bisschen einreiben mit Sesam, ein bisschen salzen und so. Und dann, apropos Salz, ein bisschen salzen und so und dann kann man das mal auskochen lassen, ein bisschen auch für die Aromatik, das alles dann in Wasser, in diese Gemüsebrühe geht. Nur mit Wasser, nicht Gemüsebrühe, nur mit Wasser. Dann hast du da quasi deinen eigenen Fond. Das ist natürlich mehr Arbeit, hatte ich jetzt heute ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Und dementsprechend gibt es das heute nicht so. Sei mir verziehen, bitte. So, jetzt brauche ich eine Raspel. Wie gesagt, jetzt ganz easy auf entspannt. Bei Möhren da rein. Ja, moin. Oh. Jetzt lasse ich nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ab. Muss halt echt ein bisschen maxi sein, es ist ein bisschen Fingerspitzgefühl, ein bisschen Glück auch dabei, wenn du es so machst.
schön abschrecken jetzt erstmal. Ja, moin. So. Der meckert schon wieder. Was gibt es bei euch heute zu essen? Gleich ein Bundesliga an. Ich glaube, Bayern spielt morgen erst, deswegen ist mir eigentlich egal. Aber Dortmund hat gestern schon verloren. Das fand ich natürlich ganz, ganz nice. Eier ein bisschen abkühlen lassen, dauert tatsächlich immer länger als man denkt, bis die innen auf dem Kern so einigermaßen kühl sind. Läuft. Und jetzt 3:30 gleich. Wir werden um, gehen wir so kurz nach 3:30 wird es losgehen, dass man hier das Ding mal anstellt und so ein bisschen köcheln lässt. Und dann haben wir 3:30, 4:30, 5:30, 6:00. 6:30 haben wir dreieinhalb Stunden Zeit. Da kannst du schon schön was einkochen. Ich finde immer, ich habe die Tage habe ich mal auch schnell angelehnt, Fastfood-mäßig einen Rahmen gemacht. Hatte aber eine Stunde Zeit, glaube ich. Ja, der war zwar lecker und so, aber trotzdem merkst du, dass das irgendwie einfach schon ein anderes Level ist, geschmacklich einfach. Von der Dichte, von der Tiefe. Und ja, die Mucke ist mir zu laut. Und eigentlich auch zu fröhlich, Digga, das ist ja richtig hart. So, nächste. Ich habe gesehen, eben beim japanischen Supermarkt gibt es die auch schon fertig gerieben zu kaufen. Gibt natürlich über Medica. Dann aber eingeschweißt und hast du nicht gesehen, hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Das muss man nämlich den Japanern nicht lassen, sondern im Gegenteil, die packen ja alles vierfach ein. Nur die Chinesen. Das ist ein bisschen schade. Aber nein. Definitiv auch ein Job, den man vorher schon machen kann. Nicht so mega nice ist, aber gehört dazu. Mal das Fenster aufmachen jetzt hier. Ganz, ganz warm. Krass, das ist wirklich mal ein Gericht, wo du null Pfeffer brauchst, weil es kommt alles eben von dieser Gewürzmischung plus du hast halt einfach die Würze auch du hast ja salzig, ist kein Pfeffer, ja, trotzdem hast du diese Würzigkeit, das ist echt scheiße. Und dementsprechend ist das echt nice und entspannt. Es lebt so ein bisschen von der Salzigkeit, vom Umami natürlich. So, was für dazu? Ich weiß gar nicht, hört man diese Mucke überhaupt? Ich höre sie selber jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Also da muss ich nochmal mit dem Sebastian nochmal schnacken, wie man das am besten settet. So, echt sehr, sehr fröhlich, ne? Sehr, sehr fröhlich. Gibt auch noch ein paar andere Dinge, ich sehe gerade. Ja, beim nächsten Mal wieder bei meinem, ich hoffentlich, wobei kriegt er erst nächste Woche wieder den Laptop, meinen Mac. Dementsprechend dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. So, wir haben jetzt hier Sesamöl. Wir haben jetzt hier Möhre. Wir haben Frühlingszwiebel. Ich würde behaupten, ja, das reicht. So, jetzt kommt noch hier der gute Bio-Ingwer. Ach. Und ich würde auf jeden Fall Shiitake auch noch reinpacken. Ich würde gleich zwei, ich hätte mir die schönen 6-7 Stück rauspicken, später fürs Auge. Die kommen dann einmal später in den Sud und werden durchgekocht. Und die anderen würde ich wirklich einigermaßen fein hacken und da rein, weil es eben auch nochmal einen geilen Geschmack, wirklich einen großartigen Geschmack mitgibt. Und auch so eine Kernigkeit. Heißt, jetzt die beiden noch. Und hier natürlich wieder
So ein Stück könnte reichen. Machen wir natürlich mit dem Fachmännisch mit dem Löffel den Ingwer, ist klar. Ich habe noch was am Start für später. Ich bin hier beim Roberto heute in der Küche. Und dementsprechend habe ich mal was Feines mitgebracht. Zeige ich euch jetzt mal sofort. Richtig nice. Und richtig exclusive. Ist hier, ich weiß jetzt nicht, ob ich da Werbung sagen muss, weil es gibt es in meinem Online-Shop. Meinst du, du kannst Sachen im Kopf auch zwischendurch in die Kamera halten? Im Kopf, meinst du? Was meinst du, Bro? Im Topf? Für den Topf? Oder meinst du... Kannst du den Sachen im Kopf auch zeigen? What you mean, Bro? Meinst du, ich soll dir die Sachen zeigen zwischendurch? Wie zum Beispiel diesen Ingwer? Oder dieses Sesamöl? Oder was meinst du, Bro? Okay, alles klar. Wird erledigt. Auch hier nochmal. Öl. Sesamöl. Kartoffeln, genau, Möhren, Frühlingszwiebeln und ein bisschen Salz. So. Eigentlich könnte ich heute so einen richtig wilden Kulinarik-Stream hier raushauen. Warum? Weil, kein Ding, Bro, weil ich habe noch ganz viel Stuff am Start. Also erstmal jetzt das Kaffee-Ding. Der exklusivste, teuerste Kaffee der Welt. Luwak-Kaffee. Habe ich bei mir im Online-Shop. Werde ich gleich mal anstechen hier. Schön in der ECM einmal durchziehen, das Ganze. Ganz, ganz spannende Geschichte. Erzähle ich gleich noch was zu. Und ich habe gestern noch frisch geschossenem Wild gewurstete Wurst bekommen vom Konzen. Liebe Grüße an der Stelle. Das könnte man sich auch nachher nochmal angucken, mal so zwischendurch als Happen, wenn das Ganze hier kocht. Und schauen wir mal. So, jetzt wie gesagt gehackt, einigermaßen ordentlich gehackter Ingwer. Kommt dann mit rein. Kannst du auch theoretisch Ingwerpaste nehmen. Ich habe jetzt einfach mal probiert mit Stücken. We will see. So, und jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt gibt es eben den gemeinen Shiitake. Das ist auch einer der Pilze, den du roh essen kannst. Das heißt, könnte man auch jetzt. Aber kommt noch geiler gleich, wenn wir das in dem ganzen Dingens hier verarbeiten. Und die übrigen werde ich einfach jetzt ein bisschen hacken. Komm rein dann. So, also auch hier jetzt Shiitake rein. So, jetzt kommen die Eier. Ich werde jetzt schon mal leicht hier anmachen das Ganze. Kann man vielleicht so. Gleich beim Rühren besser sehen.
So, mal Vollgas. Und dann lassen wir das jetzt mal richtig schön mit Feuer einmal kurz geben, dass der Hitze kriegt. Zack. Geht immer schnell hier an dem Ding. Einmal Fenster auf. Ein bisschen runter und jetzt gleich machen wir schön schon mal den ersten Vorrang gießen. Nehmen wir jetzt mal hier den, haben wir auch am Zuhause mitgebracht eben. Riecht diese Shiitake so genial raus, dieses Aroma, es ist sensationell. Also wir haben jetzt 6 Personen ungefähr und das werden so wahrscheinlich, brauche ich 4,5 Liter Flüssigkeit. Das trinkt ja nicht jeder 800 Milliliter, aber es verdunstet halt auch sehr, sehr viel. Mega nice, es riecht so genial. Zu Pak Choi könnte ich noch einen reinhauen, warte mal. Ein bisschen Pak Choi noch, immer schnell. Hatte ich vergessen, ehrlich gesagt. Kommt auch später drauf als Garnitur. Alles, was nachher zu grob ist, wie zum Beispiel diese relativ groß geschnittenen Karottenstücke, werden nachher einfach rausgesiebt oder einfach rausgepickt. Eier. Eier, wir brauchen Eier. So. So, haben wir das auch erledigt? Was ist das für eine Mütze? Oh, HSV-Mütze gerade hier im Fenster gewesen.
Schwieriges Thema. Haben wir heute gewonnen. An der Stelle liebe Grüße nach Hamburg. Geile Stadt. So, wir haben jetzt hier den ersten Step quasi schon mal hinter uns. In Form von, ja, dem ersten Sud. Ich habe mir gedacht, noch Gemüsebrühe. Ich mache aber jetzt trotzdem zum 100. Mal erst die Eier. Erst kommen die Eier jetzt. So, mal eben checken, was hier so abgeht. Das läuft. Das läuft, das läuft, das läuft. So. So, die lagen jetzt schön 3-4 Minuten, 5 Minuten im schönen kalten Wasser. Die sind jetzt schön durchgekühlt. Die können jetzt hier mal zeigen, was sie können. Letztens erfahren vom lieben Timo, warte mal, dass Eier sich schlechter pellen lassen, wenn sie frischer sind. Also er hatte irgendwie, glaube ich, irgendwelche Eier dabei von seiner Oma vom Hof und die waren wohl gerade frisch gelegt an dem Morgen oder so und die ließen sich relativ schlecht pellen. Kann jetzt daran liegen, dass er das nicht kann. Kann aber auch daran liegen, dass es wirklich so ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Was ich mich auch nochmal erkundigen muss beim Sebastian, ist, wie das eigentlich jetzt ist mit dieser Mucke. Also, ich bin jetzt der Monte, der zieht ja einfach durch. Der ballert sich da komplett die Playlist von Lil Peep und so. Das fände ich auch natürlich viel sicker. Wenn es geht, auch diese Haut, ne? Ihr kennt ja diese Haut. Diese andere Haut einfach mit ab und könnt dann eigentlich ohne die groß noch irgendwie zwischenzulagern direkt halt in den Beutel packen. Die werden jetzt gleich schön eingelegt und das wird richtig nice. Ich liebe die Dinger. Ich mache mir die mittlerweile nachmittags, weil ich weiß, abends so ein schönes Shoujo-Egg geht immer. Geht wirklich immer und geht halt echt fix. Richtig fix. Das fixe Eiergericht. So. Ja, ein Stück Schale noch. Ah, das ist auch besser zu schälen als das andere. Jetzt wichtig ist, dass ihr da die am besten oder im besten Fall die Oberfläche nicht aufbrecht. Weil sage ich einfach. Ich weiß nicht wieso, einfach so. Ist in meinem Kopf so richtiger einfach. Fertig. So. Digga, das hängt denn da alles drin. So. Haben wir das auch. Natürlich bei 10 Eiern jetzt auch was man vorarbeiten kann, aber ich hatte keine Zeit, noch keinen Bock und ich wusste ja genau, dass ich eh streame. Von daher. Das ist ganz krass, denn Twitch hat kaum mal noch im Schirm, kein Mensch kennt Twitch, also zumindest von den Leuten, die ich so irgendwie kenne, die ich sonst über andere Plattformen kenne. Kein Mensch kennt Twitch. Und da der Inhalt von Twitch oder von Food und Wine und Drinks ja doch auch relativ klein gehalten ist auf Twitch, müssen wir das zukünftig mal ändern. Das sehe ich nämlich. Das sehe ich. Das riecht jetzt klassisch wie so eine Hühnerbrühe. Genauso soll es ja riechen auch. Und doch, im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes so gesehen. Ist ja ganz gesehen, ganz eng gesehen, eine klassische japanische Nudelsuppe. Ja. Von daher, heiter weiter.
Ganze steht jetzt hier auf 8. Es kriegt jetzt so langsam Hitze, sehe ich gerade. Langsam kommt er. Natürlich auch ordentlich Flüssigkeit drin. Und kommt noch viel dazu, von daher passt das schon. Also wie gesagt, diese Eier für mich nur eine Empfehlung, das mal zu machen. Super einfach, nur halt den richtigen Punkt abwarten. Dann wirkt das schon richtig. Digga. Ich glaube, ich finde es nicht so richtig geil, dass ich hier gerade drauf rumarbeite, aber jetzt ist er wieder da. Ich weiß nicht, wann Leipzig heute spielt. Ich wäre auf jeden Fall dafür, dass Leipzig da heute gar nichts macht. Oder haben die gestern, was ist denn das für ein Tag eigentlich? Samstag. Heute ist Samstag, oder? Ja, ich glaube, heute ist Samstag. Dementsprechend müssten die eigentlich heute spielen, weil gestern hat, soweit ich weiß, Gladbach gegen Dortmund gespielt und Dortmund hat haushoch verloren. Grüße nach Gladbach an der Stelle. Das heißt, heute sind wir einfach mal oder morgen 12 Punkte weg. Das heißt, Dortmund ist das Ding eh schon gelaufen. Ja, I like. Also die Eier hier würde ich jetzt behaupten, die lassen sich eigentlich ganz gut schälen, pellen. Nicht alle gleich, aber ist ja immer so. Digga, jetzt geht auch nicht schon wieder aus. Was ist denn los mit dir? Jesus, Jesus Maria. So, fast geschafft. Doch nicht, 3 Stück. Alter. Okay, jetzt macht er irgendwas. Jetzt ist er wieder da. Okay, man soll offensichtlich nicht. Das war jetzt Werbevideo für Miele. No paid ad. Nicht darauf arbeiten. Alles klar. Verstanden. Ist angekommen. Beziehungsweise nichts draufstellen. Das ist so ein bisschen eine Arbeit hier wie Möhren schälen. Das ist nicht so richtig nice. Muss aber gemacht werden. Man sagte mir letzte Woche und auch davor die Tage schon, ich streame immer zu unchristlichen Zeiten. Ja gut, was soll ich machen? Ich koche halt mittags und ich koche halt abends, so, ne? Also okay, jetzt ist dann die Ausnahme. Aber ist halt so. Soll ich tun? So. Two more. Two more eggs. Herrlich. Ein bisschen runter hier das Ganze. So, und jetzt gleich für die Eier braucht ihr zwei, oder brauchen wir zwei der wohl elementarsten Zutaten in der Küche Japans. Shit. Gebrochen. Siehst du? Deswegen immer eins mehr machen oder zwei. Aber ist mir jetzt egal. Kommt trotzdem da rein. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel gegessen. Ich kann mir jetzt eigentlich auch so ein Ding reintun. Ich hatte nur vorhin eine kleine, aber feine, grobe Bratwurst, ein Brötchen mit Senf. Beim Dauser. Mega nice. Das ist immer so der Einkaufssnack. Ja. Nicht ganz vegetarisch natürlich, aber gut. Was willst du machen, ne? Man kann nicht alles haben im Leben. Und eine ehrliche Bratwurst kann ja auch mal richtig geil sein, natürlich. So. Alright, haben wir das fertig. So, jetzt haben wir hier, liebe Freunde der kulinarischen Unterhaltung, kurz die Noris weg tun, sonst werden die nass.
We now do have a bunch of eggs. Nicht auf den Herd legen. So. Und jetzt passiert Folgendes. Wir nehmen Salz. Wir nehmen Salz. Wir packen Salz rein. So. Jetzt so ein kleines bisschen, na gut, bei der Menge ist ein bisschen mehr, ein bisschen Wasser, aber ich mache erstmal diese beiden Schätze rein. Wir haben hier Shoju, also Sojasauce. Könnt ihr ja auch selber natürlich alles gut entziffern. Ja. Auch hier gilt, besser aufmachen. Kann zumindest nicht schaden. Ich hoffe, ich sauge mich heute nicht komplett ein. So, und jetzt packen wir einfach. Eigentlich sagst du so für 2-3 Eier, nimmst du so zwei Esslöffel. Machen wir jetzt hier ein bisschen mehr. Das muss ja alles bedecken. Und wichtig ist auch, dass der die Farbe halt mitnimmt. So, das haben wir jetzt hier. Kommt übrigens gleich auch noch da rein. So. Auch hier gilt, aufmachen ist geil. Und auch hier kommt jetzt nicht ganz so viel. So, jetzt müssen wir mal schauen. So. Jetzt haben wir folgendes Bild. Das heißt, es ist noch nicht so, dass alle Eier wirklich bedeckt sind. Das ist nicht so dolle, denn es müssen alle bedeckt sein, damit die alle entsprechend das Aroma aufnehmen können. Ne? Ist klar. Deswegen kommt jetzt Wasser dazu. Ein bisschen dosiert gucken jetzt. Ich würde es auch, glaube ich, gleich einfach hinlegen, draußen auf die Terrasse. Ja, siehst du, das ist nämlich halt jetzt so, dass die Originalhälfte bedeckt ist. Ich werde jetzt noch ein bisschen tunen, das Ganze. Ein bisschen Wasser noch. So. Und jetzt sieht das schon ganz gut aus hier, ne? Jetzt haben wir schon so ein richtig schönes, dopes Sammelsurium an Masse. Das wird jetzt oben zugemacht. Aber guck mal, wenn du es so zumachst, jetzt natürlich perfekt. Jetzt haben wir das alles wirklich in einer Masse quasi mit Flüssigkeit. Deswegen jetzt das so irgendwie kalt stellen. Ich bringe das mal eben raus. Dann geht's weiter. Was geht bei euch heute, Chat? Schreibt mal, was macht ihr? Was trinkt ihr, was esst ihr gerade? Ich werde gleich auch mal so ein kleines Bierchen aufmachen. Ich habe da was mitgebracht. So, eine Minute. So, da ist er wieder. Jetzt können wir hier so ein bisschen aufräumen mal zwischendurch. Papier, Kunststoff. Ich habe nämlich jetzt gerade draußen noch mal eben was gefunden. Da können wir jetzt mal so ein kleines exklusives Tasting machen. Freut sich der Content. Liebe Grüße, ich trinke mal ein Stück Wasser erstmal. Denn ich habe Folgendes gefunden. Also erstmal ein geiles Shirt, muss ich sagen, auch da wieder. Ultra drippy. Los Lobsteros. Natürlich aus dem Online-Shop, natürlich in bester Qualität. No joke. 200 GSM, ganz, ganz wilder Stoff. Nach dem Waschen merkst du nichts hinten drin. BJR-Tech, alles da. Oh. Aber krass, jetzt haben wir schon noch 52 Minuten gestreamt. Und haben eigentlich schon fast alles geschafft. Das köchelt so vor sich hin. Ich gieße jetzt schon mal den ersten Liter
Gemüsebrühe an. So, dann kann der sich auch ein bisschen kriegen jetzt hier. Ich hoffe dann nicht. Warte mal. 4 mal 350. Eins im Sinn, so, okay, plus 1 Liter sind 2,5 knapp, plus 1 Liter sind 3,5 knapp. Siehst du, da fehlt nämlich noch ein Liter gleich. Und ich mir noch einen Liter gönnen. So, ich habe was gefunden. Draußen. Ich war gestern nämlich noch kurz beim Flo. Und der alte Jäger hat mir noch was mitgegeben zum Probieren. Wir haben jetzt hier, ist auch jetzt nicht so 100% Veggie, ist auch nicht 100% rahmentauglich, aber eine von ihm selbst geschossenen Tieren, eine Salami. Also Wildsalami, genau. Ich bin jetzt tatsächlich eigentlich bisher nie so der wirkliche Wildfan gewesen. Aber aktuell taste ich mich da so ein bisschen ran. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Riecht erstmal sehr geil. Ich werde ihm mal ein Foto schicken, was er so sagt dazu. Ja, warte mal, machen wir es hier mit Dingens hier. So, und die werde ich jetzt mal anschneiden. Und dazu passt natürlich perfekt ein Bier. Ist völlig klar. So, wo ist er? Konzen. Florian G. Konzen. Oh fuck, Alter, dieses Ding geht mir so auf den Keks. Digga. Ach ja. Mal die Frage im Chat kurz. Wer hat denn, was für Mucke sollte ich mal hier mir mal reintun? Eher so Chill-Mucke oder eher so ein bisschen Hustle-Beats oder eher aufgeregt? Erzähl mal. So, da muss ich auch mal kurz antworten. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel an Monte. So, wir sind immer noch gut in der Zeit. Haben jetzt 4 Uhr, die Eier liegen kalt. Das ist das Wichtigste, dass die Eier kalt liegen. Ja, auch kannst du auch zitieren. Ja. Salami. Ja, Salami. Ich würde jetzt tatsächlich schon mal so ein bisschen, ich mache das wie gesagt alles auch alles frei Schnauze, ein bisschen tunen hier den Kollegen und mach mal schon mal ein bisschen Shoju rein. Ein bisschen mehr. Und auch ein bisschen Mirin. So, wie gesagt, beides, boah, der Stuhl rutscht weg, beides wirklich Klassiker innerhalb der japanischen Küche, darf nirgendwo fehlen. Kann man das sehen? Nein, kann man nicht. Aber ich kann das Ding ja mal wieder so ein bisschen zurückdrehen, dann sieht man es wieder. Jawohl. So, hier haben wir das, da haben wir das Sesamöl, kommt auch nochmal dran gleich, weil es einfach geil ist. Das haben wir. So, ich mache mir jetzt erstmal ein Bierchen auf, würde ich sagen. Nicht so richtig kalt, ich gehe mal eben Tegernseher holen, denn das passt auch tatsächlich jetzt zur Jagdsalami, glaube ich, eher noch ein Ticken besser als das japanische Bier. Stay tuned. Ja, ärgerlich. Ist warm, Freunde, ist warm. Digga, ist warm. Ich denke mal, entspannte Musik ist am besten. Ja, danke dir, Chat.
Also sowas, so laut, so laut, Aufzugsmusik, meine ich. Aufzugsmusik. Wer nicht hören will, trinkt Sapporo. Ein Gegensatz zum Tegernseher eher saftig, üppigeres, ein bisschen ja, mehr Körper. Nicht ganz so frisch, also auch frisch natürlich, aber eben ein bisschen mehr auf der körperreichen Seite. Richtig lecker. Am besten natürlich entweder aus der 065er Dose. Verdammt, die hätte ich eben mitnehmen sollen. Dummer Fehler. Oder aus der Flasche entsprechend oder eben vom Hahn. Ne? Vom Hahn ist natürlich ein Traum. Habe ich in Japan am ersten Abend getrunken. War eine absolute Sensation. Und auch hier würde ich jetzt ganz kurz mir rausnehmen, ein Bild zu machen. Okay. Draußen ist Action. So. So, entspannte Mucke. Ja, Bro, da bin ich völlig bei dir. Cheers erstmal an der Stelle. Wie gesagt, Sapporo, immer eine sichere Bank. Ich habe auch noch ein bisschen Kirin da gleich. Die große Dose 05. Das ist auch richtig nice. Hier ist gerade Krieg draußen. Da spielt irgendwie Krieg. Ja. Okay. Das ist schon echt gut. Das ist schon echt ein gutes Bier. Muss man schon fairerweise sagen. Digga. Willst du denn noch? So. Das köchelt. Alles ist gut. Solange du wild bist. Man kennt es. Ich muss halt zwischendurch, werde ich immer mal so ein paar Bilder machen. Denn so ein bisschen Content Hunting. Ihr kennt, wie es ist. Ihr wisst, wie es ist. Und da hilft natürlich so ein Sapporo immens, ne? Immens. Zack. Aber das hilft nicht so immens. Ja, Leute, wir haben ja natürlich viel Zeit, deswegen kann man viel Spaß machen und auch viel drumherum machen. Schade, der Luca zum Beispiel, der wollte eigentlich im Start sein. Der hat leider Probleme mit. Nee, der hat keine Zeit, der braucht keine Zeit, Punkt. Ja, jetzt will der Flo wissen, ob es schmeckt. Sag ich ihm sofort. Kurz Werbung machen, ganz wichtig. Hier, was ist denn? Ich muss den Namen noch checken. Oh, Scruncho. Was geht bei dir denn, Alter? Was machst du so? Was geht heute? Was geht? Digga. So. Exportieren. Jetzt sind da draußen die Blagen und sind am Brüllen wie bekloppt. Und ich stehe hier wirklich im Wasser. Es ist sauwarm hier in der Bude. Ich weiß gar nicht wieso. Aber whatever. Lightroom. Grüße an der Stelle nochmal an Mr. Goodlife. Ihr seid die Besten, Alter. Ihr seid einfach die Besten. Ohne Witz. Jetzt live Rahmen-Session. Rahmen mit H ist auch gut. Rahmen-Session auf Twitch. Uff.
Reinschalten. Link. Bums. So, weiter geht's, Freunde. Ja, Mutter. Meine Mutter ist am Start. Schreibt ein bisschen langatmig. Ja, guck mal. Ich koche Ramen. Und auch, du wolltest ja mal, dass ich mal Ramen koche bei dir. Es dauert einfach lange. Du musst ja nicht die ganze Zeit zugucken. Du kannst ja auch zwischendurch mal reinseppen. Aber Ramen, eigentlich kocht Ramen 72 Stunden. Heißt, länger als so ein Nachmittag. Deswegen habe ich gedacht, okay, ist eh nichts zu tun. Und mache heute mal eine ganz entspannte Ramen-Session auf 3-4 Stunden angelegt. Und wer Bock hat, guckt rein. Wer nicht Bock hat, guckt nicht rein. Ich habe nur gesehen, dass sehr viele Bock hatten auf ein Rezept. Und dementsprechend habe ich einfach mal gesagt, okay, ich schere mal mein Rezept mit euch. Und ja, there we are. Jetzt überlege ich gerade, das muss nicht mehr geschnitten werden. Wir dürfen die Miso natürlich gleich nicht vergessen. Auch an der Stelle nochmal die Empfehlung, wenn ihr Miso kauft, kauft sowas hier. Nicht das Zeug vom Edeka oder so. Das kostet weniger, ist viel, viel mehr und ist auch viel, viel hochwertiger. Das ist jetzt helle Miso. Das ist helle Miso. Das ist das Los Lobster Shirt. High-End-Qualität, immer noch. No joke. So, das müssen wir halt noch gleich, kommt noch rein. Normalerweise wird es so gemacht, dass ihr die Schüsseln habt, kurz vorm Anrichten. Und diese Schüsseln werden präpariert, da kommen einmal die Nudeln rein unten. Vorher kommt aber rein ein bisschen Sojasauce, ein wenig Mirin, aber auch das hier. Ich bin aber jemand, der das gerne auch in den großen Topf schon reinrührt, um das einfach irgendwie nochmal ein bisschen zu dosieren. Genau, das kann man sich im Endeffekt aussuchen. Ich mache es immer gerne in den ganzen Topf, weil finde ich cooler. Ja, ich gucke jetzt mal gerade, ob wir alles haben. Miso, Enoki später, Koriander später, die Eier sind draußen. Pak Choi wird später mit den anderen, mit den Shiitake-Pilzen und den Enokis einmal kurz reingeworfen, mit dann hiermit wieder rausgeholt. Einfach nur kurz einmal, dass es einmal durchzieht. Auch ganz knackig noch bleibt. Das kann er nachziehen, wenn es dann später serviert ist und serviert wird und entsprechend Leute, Alter. Und entsprechend dann in der Bowl, in der Rahmenschüssel nochmal ziehen kann. Ich mache mal eben das Fenster zu, es geht mir gerade ganz, 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 ganz stark auf den Keks hier. Ganz, ganz stark. So, das sind nämlich die kleinen Kinder. Entschuldigung. Die Story muss ich nämlich jetzt teilen. Ich musste mein Auto abgeben vor einem Monat, einem guten Monat. Und einen Abend vor der Abgabe des Leasingfahrzeuges haben mir diese Kinder hier mit ihren... Ich liebe kleine Kinder, ja. Also, no joke. Aber irgendwann ist auch gut. Und die fahren permanent mit ihren Fahrrädern und Rollschuhen zwischen den Autos. Und ich stand hier. Mein Auto war voll in Stand gesetzt. Es waren keine Schäden dran. Und ich komme raus und ich sehe schon, dass da Action ist. Und was passiert? Die ballern schön mit ihren Inline-Skater, wie heißt das, Bremsen, knallen hier gegen meine Rückschürze, also ne, Heckschweller, wie wir es nennen wollen, und zwei dicke, dicke Cuts. Also wirklich Katschen, auch nichts, wo du sagst, das kannst du polieren, das kannst du irgendwas machen, das musst du auf jeden Fall spotten oder eben komplett neu lacken in dem Fall sogar. Schaden, 1200 Euro. Und dann hast du noch Stress hier mit dem Vater. Da habe ich so einen Hals gehabt. Ne? Jesus, ehrlich, unfassbar. Da fällt dir nichts zu ein. Ne? Okay, erstmal an der Stelle erstmal Prost. Hm. Husa. So, wo war ich denn geblieben? Genau. Das wird alles gleich zusammen entsprechend nochmal kurz angeschwitzt, dass das knackig bleibt. Zwischendurch wird gleich mal reinschmecken und dann mal ein bisschen abschmecken, auch mit dem Shishimi Togarashi. Zocken, Bruder, sehr gut. Was zockst du? Erzähl. Und dann werden wir mal gucken, wie sich das so entwickelt hier. Ich werde nachher auch noch ein bisschen vorab schon von der Sesamsaat reingeben. Kochen und nebenbei noch beim Kochen zuschauen. Ja, Digga, so nämlich. Du weißt, wie es ist. Und genau. Und da habe ich auf jeden Fall gerade schon wieder, jetzt habe ich das neue Auto bekommen. Und da standen sie gerade genau wieder an der gleichen Stelle. Und irgendwann ist gut. Ja? Irgendwann ist gut. Ich habe keinen Bock, mich jedes Mal mit dem Vater dazu. Boah, Junge. Junge. So. Lasami. Salami.
Wir sind da schon wieder, ne? Da krieg ich einen Affen. Pass auf jetzt. Weg von den Autos, Freunde. Weg von den Autos. Habt ihr schon mal kaputt gemacht. Oh, da rennen sie, Junge. Da rennen sie. Ja, logisch. Jesus Maria. Boah, da krieg ich ja die Motten, ne? Da krieg ich ja die Motten, ehrlich. Dafür riecht es sehr, sehr geil. So, Salami. Flo. Schauen wir mal. So ein bisschen abgesliced. Sehr, sehr dunkle Farbe. Sehr, sehr würzige Nase. Sehr, sehr würzige Nase. Hm. Okay, der Darm ist schon drum. Offensichtlich. Boah, geil, boah, boah, mega, boah, Jesus, richtig gut. Ich esse sowas eigentlich gar nicht, wie gesagt. Boah, richtig wild. Also, wirklich wild, wild, ne? Ist ja wild, ne? Mmh. Mega lecker. Muss ich noch mal schreiben jetzt. Boah. Mutter macht Linsensuppe in der Zeit, auch nett. Liebe Grüße. Lass mir was über, ich komme morgen mal vorbei. Mega, Flo. Ultra. Feier ich. Hammer. Hammergeil. Genau das ist der Style. Mmh. Da würde sich ja Roberto gleich freuen, dass ihr sowas Feines angeschleppt habt, du. Oh. Das Problem ist jetzt, das ist so lecker, wenn ich da jetzt weitermache mit, habe ich gleich so 150 Gramm Salami pur gegessen. Nichts gegen einzuwenden, gutes Fleisch, weil ehrliches Fleisch, weil selbst geschossen, aber muss ja nicht sein. Merci, schon die Würste probiert. Ne, ich habe nämlich auch noch Würstchen von ihm. Und also sowohl Bratwürste als auch Beefies. Er hat selbstgemachte Beefies. Da können wir nochmal reinschmecken gleich, Freunde. Das wäre was. Ohne become famous by followers. Digga. Was ist denn das für ein Lelek? Digga, geh Pferde züchten, Digga. Bigfollows.com, ist klar. So. Cheers, Freunde. Cheers. Draußen zieht sich ein bisschen zu. Die sind schon wieder da draußen, die Kinder. Ich flippe aus. Jesus, Jesus Maria. Das Ding ist tatsächlich jetzt, wir können nicht wirklich was machen, denn wir haben eigentlich schon die Basis gelegt für diese ganze Geschichte hier. Ja, das köchelt und köchelt und köchelt. Jetzt kriegt ihr nochmal hier so eine Brühe dazu. So. Ja. Unfassbar. Hört ihr das? Dang. So, und der Topf ist gegebenenfalls etwas zu klein. Schwierig. Gegebenenfalls muss ich gleich mal den Topf wechseln. Das wäre jetzt noch nicht so tragisch. Aber das ist echt. Ich glaube, wenn ich da jetzt noch einen Liter reinpacke, ist das Ding komplett voll. Und dann haben wir ein Problem in Sachen Menge. In Sachen Menge. So, Salami, Test bestanden, sensationell. Was geht hier ab? Ah, Freunde. Ganz wild. Ganz wild. Was spielt denn heute? Also ich gucke jetzt mal eben hier bei der Bundesliga rein, was da so geht. Ich hätte jetzt richtig Bock auf Tiesto. Richtig geiler Track mit TY Dolla Sign. Aktuell finde ich nice. Fällt mir richtig gut. Leipzig 2-2. Geil. Mega. Auswärts zwar, aber trotzdem. Das ist natürlich schon mal richtig stark.
Und zweimal geführt. Spricht für Mainz. Mainz Vollgas. Leverkusen auch hinten. Auch ganz nice. Union Augsburg 1-1. Frankfurt gegen Bielefeld. Also aktuell spielen alle, wirklich alle für uns. Für den FC Bayern München. Den besten Verein der Welt. Völlig klar. Mega. Feier ich. Finde ich super. Das finde ich super. Ich mache mal kurz hier so ein paar Alerts an, dass wenn Leipzig irgendwas passiert und Leverkusen was passiert. Ich hätte überlegt, ob ich parallel noch ein bisschen streame hier den Mist, Tippen vergessen. Tim, Top wechseln, keine Option. Doch, doch, ist Bro. Ist definitiv eine Option. Roberto ist irgendwie gerade eben mit seiner, oder vor einer halben Stunde mit seiner HSV-Mütze von dann gezogen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wo der große Top steht. Aber das wird wohl gleich passieren. Ne? Kriegen wir hin, alles gut. Ist ja noch früh, ist ja erst 4:15. Andere Leute machen sich jetzt nicht mal Gedanken, was es abends zu essen gibt. Da sind wir schon fast fertig. Ja? Und das ist aber auch echt ein Bier, das hat wirklich 0,0 Gegenwehr, muss man fairerweise sagen. 0,0 Gegenwehr, das läuft einfach so durch. Es ist ultra lecker, es ist sehr, sehr süffig. Japan's oldest brand übrigens. Wie ich hier gerade lesen kann, discover the perfect balanced taste that's irresistible to all as you share rich moments with the masterpiece of the brewers. Das ist auch so rich, es ist rich, ja. Das, so hätte ich es auch gerne beschrieben. Ich habe mir neben, ja, ich habe mit körperreich beschrieben, ist die Übersetzung. Es ist wirklich ein Bier, das rich ist, saftig, cremig, aber extrem in Zug hat. Also da kannst du ohne Probleme jetzt mit zwei Leuten so einen Kasten wegmachen am Abend, ne, oder am Nachmittag. Völlig klar. Also ich weiß nicht so richtig, wie ich diesen Namen aussprechen soll, Bro. OC Cruncho, sag mal, was gibt's bei dir denn zu essen heute? Wenn du sagst, du bist am Kochen und nebenbei noch am Kochen zuschauen, was gibt's bei dir? Was machst du Feines? Erzähl. Jetzt sind sie weg, die Planer. Guckst du dir an. Guckst du dir an. Da rennen sie. Ja, im Endeffekt ist jetzt einfach nur abwarten, ne? Angesagt. Kurz mal einen aufkochen. Was gibt's zu essen, Digi? Erzähl. Let's get down, bitch. Was gibt's zu essen, Digga? Oh, Video angehalten wieder. Ach, deswegen ist die Mucke weg. Now I understand, my friend. Das ist sogar, guck mal hier, das ist nämlich ohne Werbung, wie ich das so von hier aus sehen kann. Chill Lofi Hip-Hop Mix, no joke. Okay, gib ihm böse, Bro. So, weiter geht's. Ja, eigentlich, wenn ich mit dem Sebastian mein Twitch-Game noch weiter aufgelevelt habe, könnte man natürlich auch jetzt sagen, man macht jetzt so einen kleinen Reaction-Stream zum Thema, man sucht sich irgendein geiles YouTube-Video raus. Wird auch passieren, wird kommen. Aber ruhig Blut, Freunde, ruhig Blut. Das ist gerade komplett Impro hier, weil eben der Laptop von mir persönlich platt ist, das Cam-Equipment noch nicht da ist. Und dementsprechend bin ich heute hier auf dem Ersatz-Laptop. An der Stelle noch ganz lieben Dank an Falco. Und somit, ja, ist es heute noch ein wenig Freestyle, Free Willy. Aber es läuft. Und Hauptsache, das Essen wird gut. Natürlich die Hauptsache, völlig klar. Was haben wir hier? Jetzt können wir schon mal so langsam, so leicht hier. Ne, komm, schneide ich, habe nichts zu tun. Die Möhren. Möhre immer, finde ich, am geilsten so Hühnersuppe köchelt gerade. Ah, nice, Digga, nice. Schneide ich immer so, also so richtig schön, so längs gesliced, finde ich immer, sieht schöner aus. Machen die Japaner auch so. Ja.
Machst du die? Machst du die mit, wirklich mit Knochen? Lässt du dann die Knochen auskochen oder wie machst du die? Die Hühnersuppe. Was ich eben sagte, wo ich jetzt aber heute tatsächlich irgendwie zu faul war, beziehungsweise ich muss auch ehrlich gestehen, es war so voll, sowohl am Karlsplatz als auch beim Zurheide, dass ich dachte, komm, ja geil, so ist natürlich super. Super. Völlig irre. So, jetzt können wir eigentlich gleich mal so ein Käffchen probieren, wenn der Robert wieder da ist. Dann ist die Frage, ob man den. Ist er das? Ne, ist er nicht. Ob man den Topf mal wechselt gleich, das können wir auch mal machen. Dass wir auf den Topf, auf den 10-Liter-Topf gehen. Ist natürlich dann nur halb voll. Aber was soll's. Ach nee. Dazu? Machst du dich einfach nur so? Bist du krank oder einfach nur, weil du Bock drauf hast? Ja, die Mucke geht aber klar. Ist jetzt nicht so mega schnell, ist aber auch nicht so ultra langsam. Das geht schon, finde ich. Geht voll klar. Einfach Bock drauf, ja cool. Finde ich gut. Gibt ja nicht mehr viele, die das selber machen. Also ich heute auch nicht, aber generell kochen auch noch. Ne? Ist auch eine verlorene Kunst, zumindest oft. Ich meine, manchmal habe ich auch keinen Bock. Aber. Ich Suppentag, noch eine Gemüseanlage und dann, okay. Ja, heute ist Suppentag. Meine Mutter macht Linsensuppe, Alter. Meine Mutter macht Linsensuppe, du machst Hühnersuppe, ich mach Nudelsuppe. Suppenday. Saturday ist Suppenday und hier zieht sich's gerade ganz stark zusammen. Wird gerade richtig schwarz draußen. Ich habe ein bisschen Hunger, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich die Hoffnung, wenn der Roberto gleich kommt, dass wir einfach mal sagen, wir werfen so ein paar von den Wildgrillwürstchen auf den Grill. Einfach so gegen den kleinen Hunger. Deswegen hatte ich auch diese kleine Pause eingeplant, aber im Endeffekt kann man es einfach laufen lassen und die Würstchen dabei verkosten. Geht natürlich auch. So, ich werde jetzt einfach mal aus Neugier einfach mal abschmecken. Okay, hier ist zu viel Eierschale drauf. Ja,
Also sie ist noch viel zu westlich. Da muss noch viel mehr kommen. Wie gesagt, muss noch viel mehr kommen. Ja, da fehlt auch irgendwie noch ein bisschen so dieses Peitschende. Das muss man mehr peitschen. Eigentlich entscheidest du dich ja für eins, heißt entweder Miso oder Salz. Das ist natürlich das Dosierungsthema, denn je mehr du später irgendwie dann drin hast und das Ding ist runter reduziert, desto mehr Geschmack hast du, desto krasser wird der Geschmack, intensiver wird der Geschmack. Irgendwann ist es dann wirklich so stark, dass du denkst, pff, alter Vater. So, ich mache jetzt nochmal 1 Liter Wasser, 1 Liter Flüssigkeit rein, nochmal Gemüsebrühe und dann werde ich es nochmal richtig aufkochen lassen jetzt und dann lass das jetzt mal ein bisschen ruhen. Und dann schauen wir mal, ob wir den Stream nachher weiterspinnen oder ob wir es laufen lassen. Schauen wir mal. Genau jetzt ist nämlich der Topf voll. Wir haben jetzt genau 4 Liter und ein paar zerquetschte. 4,3 Liter Flüssigkeit. Ja gut, das reicht, komm, wir lassen den Topf, würde ich sagen. Der Topf bleibt. So. Platter, Alter, der ist schon wieder, ich habe morgen Geburtstag, 28.500 Views. Natürlich geisteskrank, der Typ auch. Was hat Abend noch geplant, mein Lieber? Bist du noch raus? Bleibst du zu Hause? What's the plan? Ich will eigentlich noch keine Miso dran machen, weil es mir noch zu früh ist. Weil wenn ich die jetzt dran packe um 4:30 und das kocht noch 2 Stunden ein, das wird irgendwann extrem, extrem, extrem intensiv. Was wir machen könnten, ist mal so ein kleines bisschen, dass man so eine Ahnung bekommt, schon mal wie sich das entwickelt. Ich habe extra die Helle genommen. Die Helle ist nämlich so ein bisschen entspannter. Die ist nicht ganz so dominant. Bisschen dran hier. Ja, moin. Noch kleineres Loch ging nicht, offensichtlich. So, das war jetzt so, sag ich mal, ein guter Teelöffel. Und der kocht jetzt nochmal richtig schön hoch hier. Immer Vollgas. Möhren sind geschnitten, die Eier sind wie gesagt draußen. Pak Choi wird später nochmal reinkommen. Die Nudeln kommen ganz kurz vor Ende einmal ins Wasser, werden dann rausgehoben, in die einzelnen Bowls gelegt. Im Endeffekt sind wir jetzt echt auf einem Level, wo man sagt, das muss einfach köcheln. Und jetzt könnte man, wenn man zockt, könnte man jetzt zocken. Aber ich bin jetzt nicht so der Mega-Zocker. Also weder Online-Casino noch COD noch schieß mich tot. Aber was ich ganz geil finde, ist tatsächlich dieses Fall Guys heißt es. Diese kleinen Zeichentrickmännchen,
mit denen du halt irgendwie da durch die Gegend läufst, durch irgendeine Spielewelt. Das ist ganz witzig irgendwie. Muss jetzt nicht studiert für haben, aber ist schon echt, glaube ich, ganz, ist einfach lustig. Einfach lustig. Also er kocht jetzt gerade richtig hoch hier. Ich habe dem immer richtig Vollgas gegeben. Tada. Einmal richtig Vollgas jetzt, dass der mal richtig einmal schön dann schon mal so ein bisschen einkocht, dass wir schon mal so ein bisschen in die Richtung kommen, dass es ein bisschen mehr Power hat. Ein bisschen. Da ist der Vater wieder. Hier drüben ist gerade der Kollege Vater, mit dem ich letztes Mal schon dann in den Haaren hatte, weil er meinte, seine Kinder hätten das nicht kaputt gemacht, obwohl es schon das dritte Mal ist, dass die ein Auto platt gemacht haben, beziehungsweise ramponiert haben. Ungeil. Sehr ehrenlos. Und dafür gibt es Versicherung. Ja. Dafür haben wir alle eine Versicherung. Naja. Der Topf ist wirklich bis hierhin voll. Der hat richtig schön Galle. Ich denke, ich werde jetzt noch das einmal richtig schön aufkochen. Und dann vielleicht später nochmal, wenn die Flüssigkeit nicht reichen sollte. Das können wir natürlich mal rechnen. Ich bin echt nicht so der Mega-Mathematiker, fair gesagt. 4 Liter, ne? Das sind 4000 Milliliter, nicht 40.000, 4000, durch 7 Personen. Das ist ein halber Liter pro Person, das ist natürlich schon 500, also mehr als ein halber Liter, 570 Milliliter. Das ist natürlich schon eine Menge. Das müsste eigentlich reichen, ne? Eigentlich müsste das reichen. Würde ich behaupten, also. Und ich habe ja mehr als 4000. Also 4 Liter. Nee, das reicht, Freunde. Das reicht. Ich glaube, dabei lasse ich es. Ich werde da jetzt nicht noch einen Liter. Also vielleicht später noch mal ein bisschen aufgießen, aber ich werde da jetzt nicht so mega einen nochmal einen 10 Liter Topf umswitchen. Das sehe ich ja mich jetzt echt nicht. Genauso wenig wie ich sehe, jetzt noch auf Clubhouse rumzuhängen. Ich kriege da permanent irgendwelche Einladungen zu irgendwelchen Talks. Aber ich sehe es nicht. Ich fühle es einfach nicht. Ich fühle diese App nicht. Und ich sehe es auch nicht, da jetzt so viel Zeit einzustecken, weil ich behaupte, entweder wegen Datenschutz oder wegen generell, ich habe auch echt in den letzten 5 Jahren viel Kommen und Gehen gesehen und ich glaube, das wäre jetzt echt ein bisschen vergebene Liebesmühen. Und so what? Koche ich mir lieber einen schönen Rahmen, habe ich mehr davon. Ich sage, wie es ist. Ich sage es euch, wie es ist. Okay, hat richtig Feuer jetzt hier. Bro. Okay, der kocht gleich über. Machen wir einen runter. Nee, auf jeden Fall, Clubhouse sehe ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, wie ihr zu Clubhouse steht. Ich finde es nicht so doll. Also die Idee ist gut, aber für jemanden, der wirklich auch nachhaltigen Content erstellen will, macht das überhaupt keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Und dementsprechend werde ich da hier und da natürlich mal auch am Start sein. Aber ist nichts, wo ich sage, da sehe ich mich und mache da jeden Tag irgendwelche Talks, Alter. Was ist denn los? Was ist denn los? Jetzt muss ich mal eben gucken hier bei dem Lieben hier. Was ist das für ein Zeichen? Prime Gaming. Ah, okay. Ich verstehe, Bro. Ja, so, er kocht jetzt hier richtig. Ihr seht es gerade so ein bisschen. Ihr könnt es so ein bisschen mitnehmen. Er hat echt Feuer gerade, ist richtig cool. Und jetzt wird er natürlich schön. Noch, nee. Jetzt habe schon wieder irgendwas berührt hier. Es geht echt schnell. Liebe Grüße an Miele. Richtig schön einkochen ein bisschen. Ja, so die Flüssigkeit geht natürlich raus, aber dadurch hast du natürlich mehr Konzentration, mehr Power. Und das gibt natürlich dem Ganzen nachher den Flavor, ne? Ist völlig klar. Was wir nachher machen müssen, ist Zwiebeln schneiden, also die Frühlingszwiebeln schneiden. Koriander. Den würde ich nur zupfen, den würde ich nicht schneiden, weil es sieht schöner aus, wenn das Blatt noch ganz ist. Ich würde die Shiitake bleibt natürlich ganz. Das Pak Choi kriegt jeder so ein Blatt quasi drapiert auf diesem Halbmond. Dazu das Ei, dazu die Garnelen, die darf ich auch nicht vergessen. Ich bin so einer, der auch gerne mal vergisst. Und dann hinterher bist du fertig mit Essen und denkst ja, wir hatten ja noch Garnelen. Und genau, die Enoki-Pilze kommen auch so seitlich rein.
zu den Shiitake, dann ein bisschen Sesamsaat, ein bisschen Shishimi Togarashi noch. Und dann sind wir da gut aufgestellt. Und es wird immer dunkler draußen. Es liegt nicht am Bett, an der Uhrzeit. Es liegt tatsächlich daran, dass sich da irgendwas zusammenbraut. Was wir natürlich auch noch machen können, warte mal. Ob ich hier noch ein bisschen Reisessig habe. Auch immer gerne gesehen übrigens, Reisessig. Ich schau mal. Reisessig. Okay, der ist noch verschlossen. Weil da war noch ein anderer. Fischsoße, ne. Leinöl, ne. Fischsoße. Der ja. Übrigens top bei Aceto hier. Sehr, sehr gut. Pico-Mann. Kann doch nicht wahr sein. Mirin. Reis auch zu. Das ist der siebte, den ich da rausziehe und ist alles zu. Und ich finde den auch mal. Nee, der öffnet nicht. Der Schrank ist echt voll. Echt voll. Ich nehme jetzt einfach den hier, das ist mir jetzt gerade. Oh, da kommt der Roberto. Und hier beschlagen die Fenster. Too much humidity. So, wie gesagt, ein bisschen Fischessig geht auch, Reisessig geht auch immer dabei. Kann man immer mal reindrehen, das bisschen. Jetzt ist echt richtig beschlagen. Er kocht. Dafür können wir jetzt gleich mal schön die Salami probieren gemeinsam nochmal. Das ist nämlich richtig gut. Ich sehe jetzt hier leider nichts von dem Sound aufgrund des Koch hier, wie heißt das, Dunstabzugshaube. Ich glaube, wir öffnen jetzt gleich mal einen Kirin. So ein Kirin ist immer nämlich eine gute Idee. Das ist echt krass, wie dunkel es draußen ist. Was geht denn bei euch, Freunde der Südsee? Heute gibt es Ramen, ihr wisst, wie es ist. Ich habe es angekündigt. Ist ein längerer Prozess, deswegen ist es ein längerer Stream. Ganz auf entspannt heute. Ganz auf entspannt. Ohne Trouble, ohne irgendwas. Einfach nur köcheln lassen, ein bisschen schnappen. Ganz entspannter Stream heute. Immer noch diesen Super Mario Theme im Kopf. In der Woche jetzt schon. Hier am Handy. To the light. Don't cross my eyes.
aus Cruncho, erzähl mal, was sind denn für dich Spiele, wenn man jetzt kein Gamer ist, ne? Man ist jetzt mal kein Gamer. Was sind Spiele, die du spielst? Also ich kann noch gut im COD, aber es ist nichts, wo ich sage, ich stelle mich jetzt, setze mich hin und stream COD. Fühle ich nicht. Ehrlich gesagt. Man merkt auch jetzt wirklich mit jeder Minute, dass es einkocht, wird es nochmal, wird es intensiver. Das wird ein leckerer Rahmen, wird das heute. Ein leckerer Rahmen. Habe ich gerade ein Angebot bekommen für eine Champagnerbox. Benoit de Hou, Provo, Stéphanie Chevreau, Jérôme Bourgois, Diaz, Leclerc Brion, Augustin, für wie viel 100? Mit Apple ID anmelden, Digga. 527 Euro. Jan Moin. Ist klar. Ja. So, Roberto kommt jetzt, Freunde. Jetzt wird gleich schön Salami schnabuliert. Ich bin ja so ein kleiner Schnabulierer. Vollgas, tatsächlich. Oder? Also natürlich jetzt nicht den ganzen Abend, aber so mal zwischendurch, mal, wenn du jetzt sagst, man hat eine Stunde nichts zu tun oder so, dann machst du einfach mal Vollgas. Ich finde es einfach nur funny, dieses Game. Einfach nur funny. Ich weiß auch gar nicht, dieses Rust und so, ich kenne das alles nicht. Da bin ich auch zu lange raus aus dieser ganzen Geschichte, muss ich ehrlich zugeben. 3-2 für Mainz, voll. 3-2 mal geil, mega. Boah, Junge. Frisch nach der Halbzeit, 50. Minute. Oh yes. Fühl dich 100%. Aber wo parkt der Roberto denn? Da ist er, Roberto. Läuft. Hat die HSV-Mütze abgenommen mittlerweile, ist auch ganz, ganz nett. Let's get down. Ich mache erstmal ein bisschen von dem Shishimi Togarashi ran. War nur dezent, denn wir haben ein paar Leute dabei heute, die nicht so gerne so mega scharf essen. Ich esse sehr gerne sehr scharf, auch wenn es mein Magen nicht immer gut bekommt, aber ein bisschen Grundschärfe muss das Ganze schon haben, finde ich. Wieder ausklären.
noch zu sehr, also hat schon eine gewisse Grundschärfe, hat aber noch zu sehr diesen Hühnersuppengeschmack. Gegen Leipzig, ne? Saugeil. Saugeil. Ich habe was richtig Geiles zu probieren jetzt. Ja, das ist Salami. Boah, unfassbar gut, ehrlich. Unfassbar gut. Ich bin echt erschrocken, ich bin nicht so der Wildfan, du weißt. Ja. Mega. Ultra lecker. Aber meinst du, das reicht für 6 Personen? Oder 7 Personen? 6. Flüssigkeit? Das sind jetzt 4,1 Liter. Das sind pro Person 5,5 Liter. Was? 1,5 Liter pro Person? Ja. Reicht das? Ja. Ich will jetzt deswegen nicht umkippen lassen. Das passt schon. Das ist ein Bier. Ich hätte schon eins. Zapporo, echt? Warte, ich jetzt nicht. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt hier. Heute. Kommt jetzt nicht. Zweimal. Woher? Woher? 14. New Inn, Zweitwein von De Comtesse, Reserve de la Comtesse. Off Vintage, aber nett. Wo hast du das her? Gestern 6 Stunden im Scheiße geguckt. Schon lecker, ne? Mhm. Richtig lecker auch, ne? Boah, wie viel ist drauf? Was ist das für ein Wildschwein wenig, Rot und Reh. Hausgemachte. Kommt gut an.
ist noch zu viel Hühnerbrühe. Ich will es halt nicht zu früh mit Miso powern, weil die Mähne hat sie länger, desto mehr zieht er, desto intensiver wird es. Tina muss noch so fegen, so ein Bowl zu werden, kann nichts zu essen dafür. Beefy. Boah. Geil, oder? Mhm. Mhm. Und wieder. Vorbei. Mhm. Boah, mega, Alter. Mhm. So gekühlt aber auch jetzt gut. Ich glaube, bei Zimmertemperatur schmeckt nicht so gut. Was? Aber auch frisch, ne? Also erfrischend, ne? Rinderfett übrigens, überall noch. Was ist denn Rinderfett? Rinderfett? Rinderfett. Weil es nicht so viel Geschmack entfernt wird. Boah. Mega leer. Kann man so vor. So cool, oder? Hm? So. Also ist ja echt kein Bier. Okay. Trinkst du da, soll ich das da? Ne, ich trinke wenig. Er ist nicht kalt. Er ist nicht kalt. Nicht kalt. War nicht kalt. Freigelegt das? Ja. Halbe Stunde oder so. Digi, wir machen mal einen kleinen Break. Wir sind gleich wieder da. So in einer guten Stunde. Dann geht's weiter mit Ramen. Ihr Lieben, bis gleich. Servus.